Angstrengend, fangen Sie doch an. Nein, Sie wollten, ich bin, normalerweise, wissen Sie, warum ich jetzt so eine Pause gemacht habe? Es war eine Ehrfurchtspause, denn man darf eigentlich über den Bundespräsidenten und seine Wahl überhaupt nicht sprechen. Es ist, man muss so ehrfürchtig sein. Ich habe das nämlich jetzt gelernt, weil das ist das einzige halbwegs demokratische Amt, wo über die Kandidaten vorher nicht geredet werden darf. Denn jeder Name, der gefällt wird, sage ich jetzt schon, jeder Name, der gefällt wird, ist verbrannt. Weil das Amt ist so voller Würde, dass man über Kandidaten gar nicht sprechen darf. Und Rauch zieht über die Stadt. Ja, also Herr Bundespräsident, wissen Sie was? Kein überflüssigeres, im Verhältnis zur Größe des Schlosses. Was hatten Sie geraucht und wenn ja, von welchem Baum? Im Verhältnis zur Größe des Schlosses ist es das überflüssigste Amt der Welt. Aha. Und jetzt Sie, Herr Blome. Ich lese jetzt nochmal den Titel vor, was Sie ja sonst immer machen. Können Sie Wer das? Wird der neue Gauk? Deutschland sucht den Superpräsidenten. Wir haben nämlich einen Präsidenten. Wir werden das Amt nicht abschaffen. Das Schloss bleibt stehen. Da kommt noch ein zweites, nicht weit entfernt davon, in die Innenstadt von Berlin. Und kriegen wir dann noch einen König? Haben wir dann noch endlich wieder einen König, damit alles wieder so wird wie früher? Das wäre so schön. Also alles wie früher ist vielleicht keine so blendende Idee. Aber wir kriegen einen neuen Präsidenten. Denn der alte Präsident, der hat Ihnen nicht so gut gefallen, weil er immer von der Freiheit sprach. Und das ist jetzt das passt jetzt nicht so in Ihr Weltbild, dass Leute frei sein wollen, was selber entscheiden wollen und nicht so einen Bock drauf haben. Das war jetzt nicht so Ihr Präsident, das habe ich ja begriffen. Hatten Sie 5 Jahre Zeit, sich an dem armen Kollegen abzuarbeiten. Wahrscheinlich deshalb macht er nicht weiter und wegen der Knie. Und jetzt suchen wir halt einen neuen. Und das Pfiffige ist, um mal jetzt echt einen Satz rauszuhauen, wir suchen einen Präsidenten und wir finden uns selbst. Denn wir stellen uns eine ganze Menge Fragen unabhängig vom Verbrennen. Was ist denn in der Glückskeksfabrik oder was ist denn mit Ihnen passiert? Ja. Können Sie mal eingehen auf das, was ich eben gesagt habe? Es ist das einzige halbwegs demokratische Amt, wo man über Kandidaten nicht sprechen darf. Das ist doch aberwitzig. Erklären Sie mir das doch mal. Dass immer gesagt wird, okay, wir brauchen zwar einen neuen Präsidenten, aber über Kandidaten dürfen wir nicht reden, denn Lammert, oh, so früh genannt, hat der Arme, so früh genannt, schon verbrannt. Kessmann, ho, oh, wer ist denn so früh genannt, Namen, gleich verbrannt. Jetzt sehen Sie aber wirklich, Augstein, Sie hauen hier ein Ding nach dem anderen raus. Ist super. Sie machen aus der ganzen Geschichte, hey, Sie machen daraus eine Witznummer. Jetzt mal ernst, warum dürfen Kandidaten nicht besprochen werden? Sie werden doch besprochen. Nein. Aber was machen wir jetzt hier gerade? Machen wir hier Pantomime? Verbrannt. Nein. Es geht um die. Am Schluss einer sein, über den keiner. Ein Name, es wird am Schluss falsch. Ein Name sein, falsch. Den niemand auf der Liste hatte. Nein. So wie mit Köhler seinerzeit. Hatten Sie Köhler auf der Liste? Ich hatte Köhler nicht auf der Liste. Aha. Aber Gauck hatten wir alle auf der Liste. Johannes Rau hatten wir alle auf der Liste. Roman Herzog ist ein bisschen spät eingewechselt worden, weil er vorher der Kandidat der CDU ein bisschen Schiffbruch erlitten hat. Er hat sich mehrmals zur Wahl gestellt und ist dann irgendwie im vierten Wahlgang. Der war so eitel, der musste, der praktisch sagt, ich will hier rein. So, jetzt machen wir mal, also, mal einen ganz sanften Strich drunter. Ja. Natürlich werden über Kandidaten geredet und es wird natürlich ventiliert, ob sie die richtigen sind. Und manche fallen durch. Entweder indem sie sagen, ich will nicht, das trifft auf Herrn Lammert zu, irgendjemand hat ihm gesagt, dass er nicht wollen soll. Das war mutmaßlich seine Ehefrau. Dann hätte man aber auch eine andere Fahne oben machen müssen. So eine Mont Blanc-Flagge hätte man dann auf das. Das haben Sie gesagt. Das versteht aber wahrscheinlich. Diese Diffamierung. Die meisten Leute verstehen das gar nicht. Ja, es geht darum, dass im Deutschen Bundestag mal ganz viele Mont Blanc-Füller bestellt worden sind und der Herr Lammert in seiner Funktion als Bundestagspräsident das nicht offenlegen wollte. Klammer zu, der wird es ja nicht. Aber wer wird es jetzt? Und wer sollte es werden? Sollte es eine Frau werden? Denn das ist ja. Wir backen uns einen Präsidenten. Das Spiel findet ja gerade statt. Es soll eine Frau sein. Sie soll möglichst parteiübergreifend wählbar sein. Und sie soll eine Intellektuelle sein. Und dann wird es auch schon langsam kompliziert. Gab es das eigentlich, dass jemand vom Kanzleramt direkt umgezogen ist ins Bundespräsidenten? Es gab einen, der wollte. Ich finde Angela Merkel gar nicht so eine schlechte Idee. Und danach könnte sie UNO-Präsidentin werden. Saudow Idee. Es wollte mal Konrad Adenauer und daran hat man ihn dann gehindert. Immerhin, das dann UNO-Präsidentin und dann Päpstin. Ich finde, das wäre sozusagen die Laufbahn. Wollen wir uns ernsthaft unterhalten? Ich finde nämlich wirklich, dass die Suche nach dem Präsidenten eine ernsthafte Geschichte ist, weil durchverhandelt wird, in Blättern, in Medien, in der Gesellschaft, am Küchentisch, ich weiß nicht wo, und natürlich auch in den Küchenkabinetten der Macht. Wer sollte es sein und wie sollte er beschaffen sein? Also, ganz einfache Frage, gehandelt wurde zum Beispiel auch Navid Kermani, ein Muslim, Intellektueller, Friedenspreis-Buchträger, Friedensbuchpreis, egal. Ein ganz wichtiger, mit tollen Büchern, ungeheuer spannender Mann. Ja. Und Muslim, wäre das jetzt gut, einen Muslim gerade in dieser Lage, in dieser Phase des Landes zum Bundespräsidenten zu machen? Ja oder nein? Und das können wir doch gut auseinandersetzen und auseinanderdividieren. Ja, aber ehrlich gesagt, also ich finde den Mann gut
ob man ihn jetzt sozusagen als Muslim, also ob das Muslimische an ihm das ist, was mir dann das Erste wäre, was einfällt, finde ich jetzt ehrlich gesagt, das finde ich jetzt merkwürdig. Aber das haben ganz viele, ich jetzt mal, das haben ganz viele mit ihm verbunden. Es gab jetzt auch jemanden, der Salomon Korn vorgeschlagen hat. Ja. Da würde ich jetzt auch sagen, das ist auch ein absolut respektabler Kandidat, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Warum nicht? Bleiben wir doch mal einen Moment lang bei Navid Kermani. Der ist ernsthaft vorgeschlagen worden. Das heißt zumindest, er sei auch gefragt worden, ob er sich das vorstellen könne. Und dann finde ich schon die Frage naheliegend, ist ein, und die ihn gefragt haben, wollten ja das Symbol bzw. das Signal damit verbinden, in diesem Land wird jetzt ein Muslim Staatschef. Ich weiß nicht, ich finde das... Sie drücken sich, merken Sie? Nein, ich drücke mich nicht, aber der Mann ist so vollständig naturalisiert. Ich empfinde den nicht als irgendwie Muslim oder als Christ. Aber er schreibt ganz viel über sich. Natürlich. Als Muslim in unserer Gesellschaft, wie diese Gesellschaft sich verändert hat, sich verändern muss, was schiefgelaufen ist, was gut gelaufen ist. Ungeheuer aufgeklärte Sachen. Muss man nicht alle teilen, aber total spannende Geschichten. Ich finde aber übrigens trotzdem, dass es kein gutes Signal wäre. Man holt doch den Bundespräsidenten nicht als Vertreter, das meine ich jetzt auch im Ernst. Das Gleiche gilt doch für Salomon Korn auch. Das Gleiche würde auch gelten, wenn man Margot Kessmann, man würde doch nicht sagen, ach, endlich eine Frau oder endlich ein Jude oder endlich ein Muslim. Das finde ich nicht gut. Da wäre ich jetzt der Meinung, aber endlich das eine ist kein Frau, Randgruppenpräsident. Endlich eine Frau, es ist genau das zentrale Argument aller Parteien, die sich eine Frau wünschen. Es möge jetzt endlich mal eine Frau werden, weil es noch nie eine war. Finden Sie das auch doof? Sie werden jetzt an der Reihe auch stellen, quasi mit einer Antwort. Ich schweige jetzt, weil Sie unterbrechen mich in dieser Sendung so oft, dass meine einzige Form des Protests jetzt das Schweigen ist. Ich gehe jetzt in einen Schweigeklub. Wir brauchen keinen Präsidenten für Randgruppen. Wir brauchen auch keinen Präsidenten als Symbol für Integration oder so. Deshalb brauchen wir nicht einen Präsidenten, weil er Muslim ist, weil er Jude ist, weil sie eine Frau ist. Sondern wir brauchen einen Präsidenten für alle Deutschen. Also wenn schon, ehrlich, ich meine, ich brauche das Amt nicht. Sie finden, dass wir es haben sollen. Meinetwegen, okay, es ist halt da. Aber wenn schon, dann auch denn schon sozusagen. Der ist dann für alle Deutschen da und nicht nur für die Frauen oder die Muslime oder die Juden, sondern der ist dann für uns alle da. Also, das ist doch deshalb Unsinn. Ich finde, Margot Kessmann wäre eine gute Präsidentin gewesen, weil sie für alle Deutschen, egal welcher Konfession, egal welchen Geschlechts, eine glaubwürdige, moderne... Fahren Sie mit moderne, hallo, moderne Präsident ist. Und deshalb mochte ich ihn von Anfang an nicht, denn er war von Anfang an, vom ersten Tag an, war er ein Mann von gestern und nicht ein Mann der Zukunft. Was wir brauchen, sind Leute, die uns mit sozusagen uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Verstehen Sie? Hand in Hand. Ja, der Mann hatte mehr Zukunft vor sich, als Frau Kessmann jemals Vergangenheit hinter sich haben wird. Und sie hat eine Menge Vergangenheit schon hinter sich, nämlich, auf alle Fälle wäre sie, glaube ich, nicht die Richtige gewesen, weil sie das Land in einer Form repräsentiert hätte, die meinetwegen respektabel ist, aber absolut zum Beispiel nicht meine. Und ganz viele Leute finden sie einfach nervtötend. Gut. Aber trotzdem finde ich interessant, dass Sie sagen, der Präsident, die Präsidentin sollte nicht ins Amt kommen, weil es eine Frau ist und weil eine Frau dieses Amt jetzt auch mal haben sollte. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Ich fände das nämlich nicht schlecht. Es sollte jetzt nicht irgendwie die zweitbeste Kandidatin sein, die nur weil sie eine Frau ist, den besten männlichen Kandidaten trotzdem aus dem Feld schlägt, das stimmt schon. Aber wenn es eine Frau wäre, wäre das toll. Ja, okay, das ist schon und dann richtig. Auch darum sollte man, aber das sagen Sie doch immer, wenn es um Aufsichtsräte und Ähnliches geht, man muss gezielt nach diesen Personen jetzt suchen. Und ich glaube, es gibt einen Geheimtipp, wenn wir mal darauf kommen wollen, ist übrigens auch schon einmal durchverhandelt worden öffentlich und ist nicht verbrannt. Zumindest ist über dem Saarland kein Atompilz aufgestiegen. Doch, Oskar Lafontaine. Was? Oskar Lafontaine. Nein, Oskar Lafontaine wird es nicht und... Sarah Wagenknecht. Obwohl er mit Sarah Wagenknecht kommt, die ist ja hingezogen. Die Nein, ich die meinte Wunder. Annegret Kramp-Karrenbauer, auch AKK genannt, was keine schöne Abkürzung ist in Wahrheit. AKK, das ist die Regierungschefin im Saarland. Die kann gut mit den Grünen. Die hat auch eine große Koalition zeitweilig geführt. Die ist Angela Merkel. Das wäre sicherlich die erste Bundespräsidentin. Es wäre die erste Bundespräsidentin, die keinen Personenschutz bräuchte, denn die könnte hier in Berlin durch die Wilmersdorfer Straße gehen und niemand würde sie erkennen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Aber es ist sein Ernst. Es ist sein Ernst. Und das ist eben auch genau der Grund, warum ich das mit diesem Bundespräsidenten auch so wirr und so irre finde. Weil dann kommen, oder ich meine, nehmen Sie doch Steinmeier. Den kennt man zwar, ja, aber toll. Das ist auch so. Da sind wir jetzt so einig. Aber das Spannende, was an Steinmeier ist, der würde das total gerne werden. Der hat aber
Höllenangst, in einen dritten Wahlgang zu müssen. Dazu muss man wissen, dass in den ersten beiden Wahlgängen in der Versammlung, die den Bundespräsidenten wählt, man eine absolute Mehrheit braucht. Das heißt also eine Stimme mehr als die Hälfte der Anwesenden im Saal und der Sitze im Saal. Und das kriegt Herr Steinmeier nicht. Das kriegt auch kein Kandidat der Union aus dem Stand hin. Moment. Und im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Und dann würde sich zum Beispiel, und das wäre auch ein Stück Selbstfindung, dann würde sich zeigen, ob die Linke den SPD-Kandidaten mitwählt, der auch von den Grünen gewählt wird. Total interessant. Und dann wäre Herr Steinmeier... Sehr interessanter Gedankengang, den der Kollege da eben anstellt. Dann würde sich zeigen, ob im dritten Wahlgang die Linken doch noch von hinten durch die Brust... Das ist genau das, was die Leute total nervt. Nein, es ist nicht interessant. Das ist nur interessant, wenn man sonst überhaupt nichts anderes zu tun hat. Dann interessiert man sich dafür, so wie wir beide, ob jemand irgendwie so im dreieinhalbsten Wahlgang... Günther Jauch soll es machen, das ist meine Meinung. Günther Jauch, der kann es. Der hat auch schon mal im Interview gesagt, wenn man es ihm anbieten würde, würde er annehmen. Oder so ähnlich war das Interview schon eine Weile her, zusammen mit Harald Schmidt seinerzeit. Ich bin für Günther Jauch als Bundespräsident. Sie machen das jetzt, das finde ich, Sie machen das jetzt lächerlich. Das kann man auch meinetwegen machen. Ja, es ist auch nur eine repräsentative Funktion. Ja, und toll, der hat einen Weinkeller, der kann also den Weinberg, der hat einen eigenen Weinberg, der kann den Weinkeller gleich selber bestücken. Tolle Wurst. Aber das ist ein eminent politisches Amt. In Zeiten, wo es ganz schön aufgeraut zugeht, finde ich einen Präsidenten, der das ein bisschen zusammenhalten kann, der ein paar kluge Reden halten kann, wie übrigens Herr Lammert eine gehalten hat zum 3. Oktober und Gauck auch ab und zu ziemlich kluge Reden hält. Wann war noch mal ist die letzte kluge Rede von Gauck, wo die Leute echt gesagt haben, da hab ich mal zugehört, da habe ich mitgeschrieben? Er hat jetzt zum Reformationstag zum Beispiel eine Rede gehalten, der ist auch noch nicht so rasend lang. Man fragt sich nur, warum er 2016 gefeiert wird, obwohl es 2017 erst sich zum 5. Mal jährt. Also trotzdem. Und die entscheidende Frage bei der Personalie Jauch bleibt ja folgende. Wer ist denn eigentlich der Telefonjoker? Donald Trump. Wahnsinnsüberleitung zum anderen Thema dieser Woche. Extrem. Donald Trump. Wollen wir wetten, gewinnt Trump oder Hillary? Ich wette da nicht. Mir ist das alles zu bescheuert. Ich finde die beide so furchtbar. Ich finde es pervers sozusagen, dass wir das überhaupt mitmachen müssen, das mitverfolgende Spektakel. Und dass man sich dann noch freuen soll, dass Hillary das wird, wo man unter allen anderen Umständen hätte man gesagt, um Gottes Willen, die bloß nicht. Und jetzt soll man sich freuen, wenn die dann Präsidentin wird. Das ist echt, es ist unterirdisch, es ist unwürdig. Es ist unwürdig, meiner Meinung nach ist es unwürdig. Also Sie sind ja ein alter Anti-Amerikaner, das ja, weiß ich klar, ja. Ja, bin ich. Aber ich gebe zu, dass mich das Land jetzt auch etwas vor Rätsel stellt. Insbesondere die Bevölkerung, die ja individuell alle ungeheuer sympathisch sind und so selbstbewusst. Aber die bauen da einfach einen unfassbaren Mist. Die sind alle so dick? Nein, die sind nicht alle dick. Amerikaner sind wahnsinnig dick. Die haben die Faxen dick und denen lassen sich nichts mehr erklären. Und das war's, die Überleitung ist zu Ende. Dankeschön.